Wir sind da. Ihr seid Hello. Hier und wir sind da. Und was ist los? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist der. Ich glaube, bei mir hat der Sebastian gerade den Standard-Skin. Er hat seinen normalen Nevermore-Skin. Ja, den bei mir hat er den eben nicht. Ich weiß nicht warum, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, der Standard-Skin von diesem Texture-Pack sieht so bescheiden aus. Sieht aus, als wäre er jetzt Barbie. WTF. Genau, macht dich wieder unsichtbar. Ist besser für uns alle. Das ist sehr. Hast du dir ein super Texture-Pack ausgesucht und ist ja bestimmt auch alles schön bunt und rosa. Ist das so deine Welt, ja? Ja. Die rosarote Barbie-Welt von Neox. I'm a Barbie boy in a Barbie. I don't. We don't want to go there. We don't. Aqua war eine super Band, ja? Hallo? Nein. Let's Beat the Beast Together, the name of the game, mit unserem Ken namens Neox und unserer Barbie namens Nevermore. Nein. Ja, no. Sie ist unsichtbar. Not gonna happen. Sansi glänzt durch Abwesenheit. Der kann die Barbie sein. Er wird schmerzlich vermisst. Kann sich nicht wehren. Sansi ist die Barbie. Sansi ist unsere Barbie. Ist aber ganz schön trocken, die Gute hier. Also, ja. Ja. So ist das. Manchmal im Alter passiert sowas. Das erinnert mich jetzt an die Szene aus dem einen Film von Kill Bill. Von relativ. Okay, lassen wir das. Wollte meine Tasche aufmachen, da habe ich das Zeug da von Sebastian vom Tisch geworfen. Und mal wieder drauflegen. Ah. Strange. Einmal quer über den Tisch das Item aktiviert. I see. Wollte eigentlich nur was in die Dash tun. Dash. So. Dash ist primo. Wenn magst du mal gleich mit hinter die große Crafting-Wand kommen, Sebastian, wenn mal dich, dann frage ich dich mal, wo, ob das so okay ist, wenn ich den Inventory-Connector da so hinbaue, mal so eine neue Reihe damit anfangen. Ich probiere jetzt einfach mal nachzulaufen, wo auch immer du jetzt gerade. Einfach hinter dem Garn. Achso, da. Da, aber warum da? Du bist denn da wieder lang gegangen, wenn hier die Tür zu war? What? Nee, hab ich hinter. Oh, hoppala. Reißt hier wieder die Wände ein, statt einfach die Tür zu benutzen. Ja, stimmt, ich hätte auch obenrum da reingehen können. Aber auf jeden Fall, hier ist ja kein Platz mehr. Deswegen hatte ich jetzt überlegt, hier von der Crafting-Wand einmal hier noch eine Basic-Pipe einzusetzen, hier rüber zu gehen und dann hier in die Wand noch mehr Inventory-System-Connector reinzumachen, weil irgendwie hier vorne kriege ich das ja nicht mehr umgelegt, weil hier hinter kommt ja dann schon die Redstone-Energy-Cell da von den Maschinen. Hier in der Ecke. Ja, dann mach aber von den Dingern aus hier in der Pipe. Achso, du siehst mich ja gar nicht. Nee, yep. Von hier aus. Und dann gehe ich da halt in den Boden. Ja. Weil cool, soll ja die Strecke nicht ewig lang werden, dass die Sachen zwischen den Dingern ewig durch das ganze System unterwegs sind. Ja, dann gehe ich halt hier Block. Gehe ich halt hier unten in den Boden und dann darüber. Ist auch okay. Und dann kann man die hier in die Wand einsetzen. Dann habe ich nämlich hier so Platz dafür. Dann ist das gut. Aber hier ist ja noch gar nicht voll. Oh. Oh, what? Was hast du? Ich hab's vom Server gehauen. Oh. Sonst nichts, aber ich bin wieder da. So. Das ging schnell. Das hat mich ja nur vom Server geworfen. Ach so. Ja. Nicht gut. Aus Minecraft raus. Na gut. Das ist das, was ich jetzt machen werde. Ich weiß ja nicht, ich kann noch mal kurz eben mit rüber zum Bahnhof kommen, kurz, wobei du kannst eigentlich ein bisschen rumgucken, genau was ich genau gemacht habe. Also die Kisten könnte man aufeinander stapeln, nur die Tesserakte geht halt nicht. Darf halt keine Kiste direkt an dem Tesserakt stehen, aber drei passen da noch rein. Achso, ja, okay, ich kann die einfach da draufstellen. Die muss ja nicht aufgehen und so. Geht aber auch auf, wenn man eine Kiste auf eine Kiste stellt. Ach stimmt, dann packe ich den da rein. Nur was halt nicht sein darf, ist, dass so an dem Tesserakt direkt eine Kiste dran steht. Das hatte ich nämlich, als ich das Tesserakt da eingesetzt habe. Und dann hat das Tesserakt immer die Items in die Kiste direkt daneben getan und dann waren die quasi, die Requests haben ewig gewartet und ist nichts gekommen. Na gut, zwei kriege ich hier noch hin, realistisch. Weil sonst muss ich ja hier den Quarried Block wegnehmen, dann sieht man das ja von außen. Oh nein. Ja, das ist nicht so schön. Na egal. Und dann baue ich das jetzt auf jeden Fall hier hin und dann muss mir eh noch Logistik-Item-Cards bauen und so. Das habe ich noch nicht gemacht. Ja. Ja.
Was sagtest du, Bahnhof? Ja, ich kann auch noch die Farm zeigen. Die haben wir auch noch nicht gezeigt. Ich wollte gerade sagen, dann geh doch erstmal mit die Farm zeigen mit Bahnhof. Kannst ja dann, können wir dann immer noch machen. Im Zweifelsfall zeige ich dann sowieso, was ich genau gemacht habe, dann eben in der nächsten Folge. Dann die meiner Farm, Folge, ich nehme an, es geht ja, da hinten zur Farm, zu deiner Farm. Nicht Zauberberg, sondern Farm. Farm, die Farm, Farm, ja. Farm. Farm wie Farm. Ha. Farmos. Farmos? Farmos. Wer fährt Moos? Ha. Der neue Supersportwagen, der Moos. Ne? Ja, und der Marlon bringt's. Der Moos. Ja. Was habe ich da nur getan? Selbst schuld, schmeißt du mich jetzt wieder vom Server oder was? Ah, ne. Da ist, oh mein Gott. Da ist so much Farm. Da warst du schon länger nicht mehr hier, wa? Erwischt. Ist so ungefähr ist 4 Folgen her, wahrscheinlich. Sorry, ich war damit beschäftigt, ein Geschäftsimperium in einem Bahnhof zu gründen. Und scheiße, das sieht gut aus. Ja, jedenfalls. Aber das Layout hat man, glaube ich, schon mal gezeigt, ne? Ja, ja. Mhm. Ich war dabei, als du deine Spinnenfallen getestet hast. Ach ja, genau. Genau das war die das. Die sind jetzt wieder zu. Aha. Jetzt haben wir halt hier alles Mögliche, vor allen Dingen das, was wir für Biofuel brauchen und noch ein bisschen... Hier ist noch so ein... Probier das mal hier so in der Gesamtaufnahme zu kriegen. Bock-Dingen. Das sieht schon... Was ist das Bockzeug eigentlich? Das habe ich noch nicht wirklich. Ja, das verbraucht gesehen. Halt hauptsächlich erstmal dieses Mulch, was irgendwie, keine Ahnung, dauernd irgendwo herkommt. Wahrscheinlich aus diesem Black-Verarbeitungs-Moped da. Ja, woanders kannst du ja eigentlich nicht herkommen. Die Bockerde. Aber das macht halt hier dann da wieder Dirt und Peat draußen. Aus dem Peat könnte man jetzt dann noch Asche machen und aus der Asche dann effizienter den Fertilizer wieder herstellen. Nur wenn man das Peat verbrennt, kommen halt MJ raus, die man irgendwo verbrauchen muss. Ah. Naja, da haben wir im Moment noch keine Anwendung für. Ja. Sogar ein Brunnen. Ein Brunnen. Und ein Huhn, was im Brunnen badet. Ja, das ist, ja, das war klar, dass das da irgendwann reinfällt und nicht mehr rauskommt. Das ist der Hermann, der ist uns bis hierhin gefolgt. Ich dachte, das ist Bertram, das badende Federvieh. Assistenzhuhn Hermann ist tot. Ich hatte es gestern auf dem Grill. In dem allerdings kein Getreide oder sowas drin ist, sondern Wasser und Biofuel. Es wird dann auch provided. Biofuel kommt jetzt ganz von hier, weil der Tank einfach viel größer ist als oben. Und mehr Reaktoren. Und Wasser sollte eigentlich zumindest für die Farm von hier kommen. Das war so gedacht, aber irgendwie ist das Logistiksystem doof. Und ignoriert einfach, dass die Strecke von dem Ding hier viel kürzer ist und nimmt das Wasser aus dem Keller von der Basis. Keine Ahnung, was das soll. Es spinnt rum. Ein bisschen. Ich meine, ich glaube, Pipeweg ist ja tatsächlich, weiß ja nicht, wohl welcher von den Inventory Connectern da deiner ist, aber. Ja, das ist gar keiner mehr. Doch, ja, der zum Magic. Das geht über Magic Mountain und dann den Tesseract. Was ist hier im Obergeschoss? Okay, ja, das ist merkwürdig, weil an sich, wenn man überlegt, ja, genau. Der ist ja der Item Tesseract ist ja da. Also hinten von dem Wasser ist ja direkt hinten da bei den Konnektoren. Und wenn das Wasser jetzt von da aus dann, also es hat das ja irgendwie nur vorher zwei, schon drei nicht Pipes getan, als es durch die ganze Basis musste. Okay, ja, das ist natürlich merkwürdig. Als dann noch die lange Pipe dran war. Das ist natürlich komisch. Dann verstehe ich es nicht. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht ist es tatsächlich jetzt kürzer, der nee, Weg. Ist es aber nicht. Dann vergesst das wieder. Hier ist ja auch ein Tesseract. Ich ja direkt neben kloppen. Der Provider Pipe. Ja, keine Ahnung. Hier sind halt die Tesserakte von den Farmen da. Halt unter jeder Farm können wir gleich auch nochmal zeigen. Unten drunter so ein Tesserakt. Und das eine hier, das geht halt zu unserem Magic Mountain Lab hier, das auch, was hier außen steht. Wait, wo? Wo bist du? Achso, da.
Alles ich weiß, ich weiß, du warst etwas voreilig, weil wieder weg aus dem Fenster gesprungen. Ja, und das ist halt wieder hier der Quatsch, der aus Kürbissen und Melonen die Seeds direkt macht. Aber noch ein paar DSUs, die auch nicht so funktionieren, wie sie sollen. So nach dem Motto, erste Valid Storage, das zu kriegen ist, soll das Zeug rein? Nö. Das schickt es auch einmal quer durch die Weltgeschichte, teilweise bis zur Basis oder... Na gut, das könnte tatsächlich sein, dass da manche Sachen noch in der am Magic Mountain kürzer sind, weil quasi auf der Rückseite von dem Tesseract direkt die DSU steht. Ja, was auch immer. Macht nichts, ist egal. Wieder das Ploppen. Als ob jemand einer Barbie-Puppe die Gelenke auskugeln würde. Das kann sein, dass das einfach diese Force-Pipes oben sind. Müssten. Jedes Mal, wenn ein Item fertig ist, machen die, glaube ich, ein Geräusch. Ja, also sieht das hier unter den Farben halt aus. Kommt halt aus dem Tesseract erstmal die Basic Pipe und dann Supplier für Fertilizer und was auch immer die Farm so braucht. Dann halt hier Fluid für Wasser und dann der Generator da, der mit Biofuel versorgt wird. Ja. Und das Ganze halt 6-mal. Nicht schlecht. Ja. Ja. Das war's soweit. Da unten ist eine Kuh drin, die läuft hier die ganze Zeit schon im Keller rum. Die ist irgendwann mal in eins von den Löchern reingefallen und seitdem ist sie hier. Hallo Kuh, hallo. Das ist Quentin the Cow. Falsch buchstabiert, die, aber die egal. Die Kellerkuh hier. Ja. Lass die Kuh in Ruhe. Ich bin für Konstantin. Konstantin, die Kellerkuh. So, ja. So, hier kann man noch, hier wird das, diese Bock Earth zusammengebaut aus dem Mulch und Sand und Dirt. Ah. The Mulch. Ja. Schwarze also, Erde. Hab ich noch irgendwas? Nö, eigentlich. Ich hab ein Regal. Eigentlich war es das soweit. Ja. Cool. Tolle Farm. Noch ein bisschen drumherum gebastelt. Ne? Büsche und Wege und Gras und keine Ahnung. Damit schön aussieht. Da hinten sind Jungle Trees. Sind die auch auf deinem Mist gewachsen? Also auf deinem Mulch gewachsen? Nee, oder? Das ist einfach ein Dschungel. Der ist da. Also die Ebene, die hier soll wahrscheinlich auch so bleiben. Die wird jetzt auch nicht mit irgendwelchen Bäumen noch zukleistern, oder? Nö, das bleibt so. Ah, okay. Man war ja hauptsächlich nur, weil die Bäume hier ausgelagert hatten da. Der hatte ich noch keinen Crash wieder hier. Keine Ahnung, woran das liegt. Ich hatte schon mal die Vermutung, dass es vielleicht an der Magnum Torch mit den Schmetterlingen zusammenhängt oder so. Dass sich das nicht richtig verträgt. Aber bisher ist auch das immer noch nicht passiert. Keine Ahnung. Hm. Ich weiß es nicht. Hm. Apropos. Das läuft jedenfalls jetzt alles ohne Aufsicht. Von daher haben wir das also hier hinten überhaupt hingestellt. Jedenfalls ein schönes Design. So Hexfeldmäßig, wenn man so will. Fast. Ja. Ich crafte hier die Stromversorgung für den Bahnhof mal gerade zusammen. Nice. So ein bisschen Strom brauche ich da hinten ja schon. Bin jetzt nur... Insert Airship Music here. Bahnhof! Eine Stromversorgung braucht. Ja, mindestens für das Logistiksystem. Wir sind doch... Da ist der Bahnhof. Solar Panel im Lager sein, glaube ich. Stimmt, ich kann einfach. Ja, muss ich halt nur dann Kabel quer durch das Ding. Ja, gut. Muss ich noch was sagen? Oh, hier hat schon jemand Brot in die Auslage getan. Jede Menge Brot. Wie kommt das Brot dahin? Ich habe gehört, bitte lügen. Besuch. Ja, ich werde lügen, wenn ich sage, ich weiß nicht wer. Also weißt du wer? Mhm. Sansi! Nee. Oh, was ist das denn? Ist das eine Bäckerei? Offensichtlich wurde das so festgelegt.
Es wurde so festgelegt, dass eine Bäckerei ist. Das ist eine Glas irgendwas. Man kann da ein Item reintun, beziehungsweise ein Item-Stack. Und ist das nicht eher für Kuchen gedacht? Eigentlich ist es für Equivalent Exchange 3.0 gedacht, aber weil das Ding momentan keine Funktion erfüllt, ist diese Glassbell rein dekorativ. Ich wollte gerade sagen, frag mich nicht, was, wo, warum die da drin ist. So. Das, Man kann die Glassbell aber auch auf so ein Konstrukt setzen. Ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wie das heißt. Ich könnte es mir allerdings gerade mal angucken, weil ich so ein Ding in mein kleines pseudo-japanisches Landhaus gepackt habe. Anno dazu mal. Ich fliege mal eben kurz zu meinem Landsitz. Oh, hier ist eine Truhe. Wo ist alle Truhe? Sachen klauen. Muss sie looten. Ach so. Wo Ach so, mein, mein, kommt mein, der Block mein zwischengelagertes Baumaterial? Wolle? Hier war einfach so ein wilder, heimatloser Block weiße. Ah. Ah? Hast du dir eigentlich schon. Der Lupus. Schon? Der blöde Wichser. Ach so, der hat das Schaf gefressen. Jetzt frisst er meinen Nanosaber. Hier ist ja eine Wand. Wo? Geht man die Treppe runter und steht vor der Wand. Ja, yep. So. Da habe ich erst angefangen, hier unten. Und der nächste Lupus. Ist der auf der Bahn. Und der nächste Lupus. Hier haben sich Wölfe in meiner Villa niedergelassen. Wölfe! Oh, ein Skelett. Wie kommst du denn hier hin? Oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Ah. Immerhin, ich habe einen Huhn im Garten. Es kann da bleiben. Stirbst du jetzt? Hallo. Danke. Das Huhn freut sich über die tolle Laterne. Ja. It's a happy chicken. Die erste Chuchu. Hammer. Hammer, oder? Wahnsinn. Wie sie rot ist. Ja. Ich hab sie rot-blau gemacht. Wie die Räume hier immer noch sehr leer sind. Irgendwie. Warte, hier ein bisschen Stone reinpacken, damit hier nichts spawnt. So, da ist das Ding. Es ist ein Aludel. Bin ich nur gerade überlegen, wo ich das Solar Panel hinpacke, damit ich nicht Ewigkeiten Kabel verlegen muss dafür. Das muss ja nicht unbedingt auf dem Dach stehen. Das funktioniert ja, wenn es überhaupt irgendwo draußen steht. Ja, ich muss nur da gucken. Das ist ungefähr. Wo muss denn die Power Junction überhaupt hin? Ja, die kommt dann da unten hin, wo ich gerade das Loch gemacht habe. Deswegen. Iron und Stone. Ich könnte da zwei für den Laden fertigen. Ein Aludel. Ist nicht besser, einen zentralen Platz für alles, was hier hinkommt, zu suchen, statt jetzt an die gerade erste Bahn schon gleich das Logistiksystem zu flanken? Das hatte ich ja auch überlegt, aber an sich braucht nur die, da ich ja nicht alles mit den Lokomotiven machen will, braucht nur die Lokomotive in der Theorie Logistiksystem. Der Rest braucht zwar auch weiß ich noch nicht mal, ob es das braucht. Ich muss das eigentlich nur einmal befüllen, aber sicherheitshalber will ich da Logistiksystem anschließen. Hier die Minecart-Dispenser, damit die Minecarts haben, falls da irgendwas schief läuft. So, ansonsten braucht eigentlich nur hier unten der Item-Filler. Braucht halt die Kohle, logischerweise. Und das Liquid-Ding, also was halt das Wasser in die Lok füllt, braucht halt dann das Wasser. Das ist so das Hauptthema. Deswegen hatte ich jetzt überlegt, wie ich hier unten am besten Strom hinkriege. Tja. Ich meine, hier nach oben ist es nicht allzu weit. Deswegen, aber dann steht es halt mitten im Wasser, ne? So, ich habe mal zwei Tesserakt benutzt. Aludel geballt. Ich mag das Wort Aludel. Könnt natürlich auch einfach einen Tesserakt nehmen und mir das mit dem Inventory Connector und alles sparen. Ja, vor allen Dingen mit der Power-Übertragung halt. Ja. Schau ich gerade mal, wo ich den Aludel hinbocke. Deine Nudel? Die lass mal lieber eingepackt. Der Aludel. Ja, stimmt. Ich nehme einfach einen. Wobei, da musst du halt aber tatsächlich gucken, wo du das dann in der Basis hinstellst, weil das hier sicher da nicht. Ja, neben die Truhen darf.
In dem Moment, wo die Flüssigkeiten angefordert sind, im Rohr sind das Items. Ja? Ne? Also kann ich einfach einen Item-Tesserakt nehmen. Ich brauche keine zwei Tesserakte dafür. Ja, du musst einen Item-Tesserakt nehmen. Okay. Ich habe einen Item-Tesserakt. Das ist ja dann ein bisschen einfacher, als da mir den unnötigen Aufwand zu betreiben. Ja, wer hat den Diamanten aufgestellt? Ja, wir hatten... Wie es zusammenpasst hier schon. Ja. Das sieht ja aus. Jetzt kommt da, die Frage kommt ist, wer hat den Diamanten rausgenommen? Ich habe keinen Diamanten. Mehr. It was nicht. Da war doch ein Diamant drin. Vielleicht hast du es mit Diamant abgebaut und jetzt ist er weg. Er kann ja nur in deinem Inventar sein, wenn er bei sonst keinem ist. Aber er ist nicht in meinem Inventar. Wait. Ich hab ihn nicht eingesackt. Vielleicht ist er irgendwo hingeglitscht. Irgendwas stimmt hier nicht. Liegt ja auch nicht irgendwo oben drauf. Nope. Könnte sein, dass das Ding wieder so ein komisches Problem hier mit den Item-Tooltips gibt. Möglicherweise. Vielleicht ist es noch drin und ich sehe es noch nicht. Nee, oder ist es dein nicht. Aludel hat es verbraucht. Kann es ja eigentlich nicht, weil das Aludel nicht funktioniert. Keine Ahnung. Was passiert denn, wenn man Items da reinlegt? Ich habe keine Ahnung, aber es funktioniert nicht. Aber diese und andere Mysterien des Aludels regeln wir vielleicht in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Jodeln. Das ist Let's Feed the Beast Together mit dem Jodler... Nevermore und dem Neox und unserer Barbie-Puppe Sansi, die mal wieder durch Abwesenheit glänzt. Recht herzlichen Dank, auf Wiedersehen, ich lasse dir noch Tschüss sagen. Ciao. Tschüss. Ciao. Aludel.